Herzlich willkommen zurück zum Euro Truck Simulator. Wir sind in Brüssel ohne Anhänger und werden jetzt auf der rechten Spur fahren. Ja, ich muss mich erstmal wieder zurechtfinden. So, genau, hier werden die Ampeln immer grün. Und zwar ist es so, dass wir Automatik fahren. Ja, dass wir jetzt in Brüssel sind, ich mal wieder Zeit habe für den Euro Truck Simulator, wir grün haben und das alles noch in 1080 Pixeln aufnehmen, ja. Ja, ihr habt richtig gehört, 1080 Pixel, ja, was eine Größe. Ich dachte mir, irgendwann muss das mal sein. Nein, ich habe jetzt einen neuen Fernseher und da funktioniert das alles Laptop angeschlossen und dann schön Headset dran gestöpselt und ja, ganz freudig hier. Ja, achtet nicht auf mein Deutsch. Ganz fröhlich. So, wir fahren heute keine Old Train, wo die echt geil Geld gibt. Ich dachte, wir fahren 10.000, ja. Aus Lyon kommen wir, also wir fahren jetzt einfach nach Paris, hier für 2010. Wir haben gerade 2012, egal, wir fahren für 2010 Euro. Ja. Ist doch ganz nett, dass wir hier mal wieder zusammenkommen, nur Ründchen aufnehmen, ihr euch das alles nur angucken könnt und die sogar kostenlos, ja. Ich weiß gar nicht, was es da immer für YouTuber gibt, die rummeckern bei Videos und haten. Warum sie sich das denn, warum gucken sie sich sowas an, ja? Es ist ein Thema, das ist einfach nur dumm. So. Wir jedenfalls haben jetzt eine rote Ampel. Nein, die ist grün geworden. Trotzdem gucken wir erstmal aufs Radar. Ich weiß gar nicht, wie wir fahren müssen. Am besten, wir fahren jetzt rechts, genau. Und dann runter nach Paris. Kurzes Stück, kurzer Part. Ja, so. Das ist natürlich hier, also mit der Landstraße ist natürlich ganz cool. Ich denke, nächstes Mal von Bordeaux nach Lyon nehmen wir die Autobahn, ja. Ihr könnt euch darauf einstellen. Man muss ja nicht immer gleich fahren. So, jetzt düsen wir hier rum um die Kurve. Und Geschwindigkeitsbegrenzung gibt es in der Stadt. Zwar liegt die bei 50. Daran werden wir uns auch einfach mal halten. Tempomat rein und dann geht das mit der 50. Ja. Ich habe hier noch ganz viele Let's Plays auf dem PC. Alle muss ich noch rendern. Das ist schlimm, muss ich sagen, ja. Rendern dauert so lange, hochladen, das geht alles ratzifatzi, aber nein, rendern. Man kann immer nur ein Video gleichzeitig, also ein Video rendern. Beim Hochladen kannst du wenigstens hintereinander schon so einstellen und dann musst du einfach bloß abwarten. Es hat's gerade, sind wir gerade angedonkt. Nicht aufgepasst, ist ein bisschen doofes Licht hier. So, jetzt dürfen wir auch Gas geben. Ja, doofes Licht werde ich dann, ich werde jetzt nicht nur hier Euro Truck Simulator den Part aufnehmen, sondern gleich noch ein bisschen mehr. Dann werde ich im nächsten Part mal hier ein bisschen dunkel machen. Dann sehe ich besser und dann geht das hier auch besser. Wir haben Nacht, ja, Donnerstag 4.52 Uhr. Also früh am Morgen. Mit dem Anhänger können wir locker um die Kurve rumfahren. Wie so kleine Idioten. Ja, wir müssten langsam mal schlafen. Ah, da gibt es auch gleich eine Tankstelle. Da werden wir dann sicherlich anhalten, um, ja, um zu tanken und um zu schlafen. Oh, wir haben ja schon recht viel Geld, ja, 21.525 Euro ist allerhand für dieses Spiel, dafür, dass wir auch erst meines Erachtens vier Parts aufgenommen haben. Im letzten Part habe ich ja erzählt, dass das der fünfte war. Nein, das war der vierte. Ich bin da ein bisschen durcheinander gekommen. Ein bisschen neben der Spur gewesen. Und jetzt, ja. Jetzt haben wir es so, dass das hier der fünfte Part ist. Wir nach Paris fahren. Und da vorne ist dann auch schon die Tanke.
Problem dabei ist, ich denke, wir werden da nicht tanken fahren. Wir fahren in Frankreich tanken. Wir werden hier bloß schlafen, weil hier der Tank unmöglich teuer ist. So, gut, schlafen können wir. Sehr schön, so soll es sein. So, Motor aus und dann sage ich mal gute Nacht und bis gleich. Tatenentwurf. Brüssel-Tourist, Sie haben Brüssel schon zweimal besucht. Und damit sage ich dann auch guten Morgen, ne? Es ist 14 Uhr, wir haben jetzt schon ein Stückchen geschlafen. Ich werde trotz der hohen Benzinpreise einfach mal gucken, wie viel das hier kostet. 1,5 ist mir zu teuer dafür. Wir haben ja noch halbe Tankfüllung, damit kommen wir noch 10 Mal nach Paris, was weiß ich. Das ist halt so, dass wir da muss anders sein, ja. Wir brauchen hier, müssen ein bisschen Geld sparen. Wir können nicht einfach hier tanken fahren, wo wir wollen. Beim UK Truck Simulator ist es anders, da zahlt es die Firma, ja. Aber hier, nein, hier sind wir alleiniger Geschäftsunternehmer. Und da ist das dann nun mal so, ja. Wir können uns dann nochmal unsere nette Kaffeemaschine angucken. Wer den letzten Part gesehen hat, der weiß, Kaffeemaschine ist cool. So ein Kaffee am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Mehr kann man dazu gar nicht sagen. So, jetzt können wir uns hier die Landschaft mal angucken. Ja, also, gut, in der Sicht ist ein bisschen laggend. So, Licht brauchen wir ja nicht. Und ja, ist natürlich schön, unser Truck noch grün. Aber da wird sich so schnell auch nichts ändern. Meine grün innen, blau grün außen, blau innen. Fetzt, ja. Also. Ah ja, so haben wir ja den Spiegel oben rechts. Das finde ich ein bisschen doof gelungen beim Euro Truck Simulator, dass wir, wenn wir hier in dieser Sicht sind, der Sicht 1 in der Fahrerhaussicht, in der Fahrersicht, dass wir jetzt links den Außenspiegel haben und dort hat man begrenztes Feld und aber oben rechts den Spiegel für die andere Seite und wenn wir jetzt so rüber gucken, so ein Stück, haben wir halt auch oben den Spiegel, welcher wesentlich besser ist, aber es ist nicht so leicht so zu fahren. Es ist so, beim UK Truck Simulator oder auch beim German Truck oder Austria Truck Simulator, ja, alles gleiche. Da ist es so, dass du schon den Spiegel links siehst, aber darüber trotzdem noch diesen Spiegel hast, wie wir hier oben rechts sehen. Oder auch wenn ich, wenn wir so ein Stück nach rechts gucken, diesen Spiegel oben links hat man auch in der Sicht. Hier ist es leider nicht so, ist etwas schade. Und jetzt werden wir nach Paris abbiegen. Ja, ne? Hier so eine schöne tschechisches Wimpel im Fenster. Bin ich noch gar nicht drauf eingegangen, auf diese Wimpel. Sind natürlich sehr schöne Wimpel. Und wir fahren jetzt um die Kurve. Wohlgemerkt fahren wir auf der rechten Spur, ja. Das war gerade auch erstmal. Ich war gerade noch so ein bisschen Linksverkehr eingestellt, aber wir hatten ja schon wieder neue Holland-Teile aufgenommen. Holland, was ganz Feines. Also muss ich sagen, super klasse Spiel. Da wird es auch noch ein Sonderspecial geben. Wer es geguckt hat, kann sich darauf freuen. Und, ui. Aber das passiert, wenn man zu schnell fährt. Na gut. Was sehen wir da vor uns? Genau, den Eiffelturm. Auf Französisch Tour de Eiffel. Gebaut von Herrn Eiffel. Ich weiß gar nicht, wie er mit Vornamen heißt. Als berühmte Person. Das ganze Ding schön aus. Uiuiui. Was weiß ich gebaut? Metall, Kupfer, Bronze oder so. Ich hab's mir nicht mehr so gemerkt. Also, man sieht natürlich jetzt an der Stadt.
man sieht das schon so an der Stadt, dass sie nicht Paris entspricht. Also wir sehen den Eiffelturm, ja, aber wir sehen nicht den Aufbau vom Eiffelturm. Also vom Eiffelturm ist ja noch diese bekannte Brücke und dann dieser Halbkreis mit Grün und was weiß ich so. Ja, der ist da irgendwie noch und dann gibt es da auch noch den Triumphbogen, den sieht man glaube auch vom Eiffelturm aus. Und oh, da hat's geknallt, das war ein Unfall. Und was macht der LKW-Fahrer? Der macht Fahrerflucht. Das ist nicht nett. Ah gut, wir werden einfach mal dran vorbeifahren. Ganz vorsichtig hier so. Und mal gucken, wie wir zu K vorkommen. Heute wollen wir. Ja, wir fahren richtig, genau. Wir müssen jetzt hier übrigens links abbiegen. Das habe ich ein bisschen unterschlagen. Da kommen auch gleich andere Autofahrer. So. KV-Einfahrt ist dauert. Hinten. War nämlich, ist sehr interessant hier mit der KV-Firma. Ist ein bisschen komisch gemacht. So. So, jetzt ist hier der Eingang. Damit ist der Part dann auch so gut wie zu Ende. Werden wir noch schnell hier. Uiuiui. So, einparken. Lalala. Im nächsten Part müssen wir auf jeden Fall tanken. Da haben wir es schon gesehen, ja. Hätten wir schon anhalten können. Aber wir waren es hier schön ordentlich. So. Wir haben Geld gewonnen. Sie haben die Fracht ausgeliefert. Ja, das haben wir getan. Auftragsentgelt 2010 Euro. Keine Geldstrafe. Das ist sehr schön. Und unser Verdienst 2010 Euro. Das ist mal wieder etwas Geld. Wir haben jetzt 23.535 Euro. Uns fehlen noch 2.000 Euro, um uns endlich die ADR-Lizenz der Klasse 3 zu holen. Und ich denke, dass das dann beim nächsten Mal schon bald möglich sein wird. Freuen wir uns drauf. Hier noch ein Blick auf so ein bisschen Eiffelturm. Man sieht ihn nicht wirklich. Und deswegen würde ich mal sagen, sehen wir uns im nächsten Part, beim nächsten Auftrag. Und bis dahin sage ich einfach mal, ciao, ciao.